Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Das Rennen in Indien steht uns bevor und wir wollen natürlich zusehen, dass wir hier richtig gut nach vorne kommen, denn wir sind nur auf Platz 11 in der Startliste, in der Startaufstellung, denn wir haben uns leider ein bisschen verspekuliert am Ende noch. Das war sowieso ein bisschen turbulentes Qualifying. Naja, was soll's? So, wir werden weiche Reifen, sechste Runde will er denn rein auf die harten. Das hört sich vernünftig an. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt in die Startaufstellung und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier ein paar Plätze gut machen können. Ja, der Vettel ist auf Platz 1 im Qualifying, Rosberg Zweiter und wir sind auf Platz 11. Los geht's! So, natürlich fettes Gemisch und dann bin ich mal gespannt. Auf geht's! Das sieht doch erstmal ganz vernünftig aus. Boah, wie der uns da in die Seite kracht. Das können wir uns eben nochmal anschauen, meine Herren. Guckt euch das mal an. Wir fahren hier ganz brav innen und jetzt geht der hier auch innen bei uns rein und schiebt uns dann da so ein bisschen hin. Also da weiß ich jegliche Schuld von mir. Jetzt, zack. Also unsichtbar kann ich mich ja auch nicht machen, aber der Start war schon mal ganz vernünftig. Zweiter Platz ist schon mal in Ordnung. Wenn wir jetzt noch den Vettel überholen können, dann sieht es erstmal richtig gut aus. Das heißt, wir werden jetzt erstmal pushen, 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 bis wir am Vettel dran sind. Oh, da haben wir es leider nicht ganz geschafft. Also wir müssen jetzt so gerade mal wirklich ein bisschen riskieren. Damit wir jetzt vielleicht denn mit dem DRS, was wir bekommen, mit dem KERS, was wir bekommen, dann ranfahren können. Wir haben ein wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Ah, der ist wirklich schnell unterwegs. Also ich versuche wirklich alles. Ja, da müssen wir wirklich Kurven, drei, vier Kurven hintereinander optimal erwischen. Das war es nicht. Boah, dass wir hier das Auto nicht auf der Strecke halten. Da haben wir uns jetzt ordentlich verbremst. Uiuiui.
Uiuiui, den Rosberg hat's da zerrissen. Der ist uns wohl irgendwie hinten rein, musste abbremsen wegen uns. Also, ich schenk mal den ersten Platz ab. Wir werden mal ein bisschen Benzin sparen, damit wir das dann am Ende nochmal eher benutzen können. Aber so sieht's erstmal nicht gut aus. Fahren wir mal auf Platz 2. Also, um Platz 2 vielmehr. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die Tabelle jetzt gar nicht im Blick, aber ich glaube, der Massa ist ja auch uns auf den Fersen, was jetzt Platz 3 angeht. Also Alonso und Vettel, die sind ja vorne, ziemlich deutlich. Aber ich glaube, Massa ist bei uns drum, ne? Weil wenn wir hier Dritter werden in der Weltmeisterschaft, dann wäre das schon ein guter Erfolg. Ich krieg diese eine langgezogene Kurve da nicht zu packen. Wir glauben, dass Hülkenberg bald an die Box fährt. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Oh, verbremst. Viel zu spät auf der Bremse gewesen. Strafe. Ja, das war jetzt mein Fehler. Also nicht, dass da jetzt jemand uns hinten reinfährt. Okay, der sieht schon... Naja, den konnten wir nicht sehen. Das ist das Blöde. So, versuchen wir es nochmal. So, wir wollen ja auch den Hülkenberg nicht um seine tolle Position bringen. Ah, wie kann ich da denn jetzt noch ins Kiesbett fahren, meine Herren? So, dem Massa, das ist klar, dass wir da jetzt die Tür zumachen müssen. Wenn er möchte, kann er es in versuchen. Da muss er aber auch später bremsen als wir. So, jetzt haben wir die wenigstens mal vernünftig erwischt. Sebastian drückt mächtig auf. So, Vettel 11 Sekunden weg. Die schnellste Rennrunde gefahren. Also, wenn der nicht noch einen Unfall baut, dann ist das auf jeden Fall der Sieg für ihn. Und damit wird er sich deutlich vor. Also, den Abstand auf Alonso, ich glaube, der ist vor Alonso. Gut gemacht. Wird er denn deutlich auch vergrößern? Oioioioioioi, Leute, beruhigt euch mal hinter uns hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war wirklich extremst abgekürzt, tut mir auch leid. Aber ich versuche da immer die Kurven möglichst perfekt zu erwischen, so dass wir gerade noch so über die Curbs fahren. Boah, weit rausgekommen. So, und so lange wird es auch nicht mehr dauern, dann sind die Reifen durch.
Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. So, dann können wir jetzt auch aufs fette Gemisch. Denn am Ende dieser Runde geht's in die Box. So, Reifen können wir schon mal die härteren einstellen. Beim nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Und wäre wirklich schön, wenn der Hülkenberg hier auf Platz 3 bleiben würde. Vorausgesetzt, wir bleiben auf Platz 2. Das wäre ein deutscher Dreifacherfolg. Wie lange hat es das denn nicht mehr gegeben? Boah, und mit den Reifen kriegt man die Kurve hier auch nicht mehr. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Oh Gott. Deine Reifen bauen jetzt mächtig ab. Achte auf den Grip. So, gut, dass die anderen hinter uns auch in die Box müssen. Ich hoffe mal, das gibt jetzt keine Probleme beim Rausfahren wieder. Ja, ging schon. Sollten wir eigentlich auch vorne wieder als Erster rauskommen, denn die müssen auch hier warten jetzt. Sehr schön. So, und die jetzt an uns vorbeiziehen, die holen wir natürlich wieder ein. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Boah, was ist denn... Was war das denn? Irgendwie hat das Bremsen nicht so richtig funktioniert. Das wäre ja ein bisschen doof gewesen. Also da war irgendwas mit den Reifen oder den Bremsen nicht in Ordnung. Da habe ich raufgedrückt, passierte gar nichts. Blockiert, fertig, geradeaus. So, den haben wir mal schön wieder zurückgekontert. Ja, Reifen sind noch nicht ganz auf Temperatur. Aber wir müssen halt in dieser Runde jetzt wirklich sehr schnell fahren. Oh je, und das ist alles andere als schnell, damit wir halt die Leute auch in der Box dann wieder einholen, die eben durchgefahren sind. Denn aktuell ist das nur Platz 6. 4 würde ich da ganz gerne noch überholen. So, 1, 2, 3 sehe ich. Der vierte fährt raus. Den möchte ich noch haben, ganz gerne. Du liegst 2 Plätze hinter Sebastian. Weber, ne? Ricciardo, ach guck. Dann dürfte das jetzt nur ein Toro Rosso sein. Das wäre neu, wenn das jetzt hier schon alles mit richtigen Teams und so wäre. So, Entschuldigung, Herr Hülkenberg, aber wir haben auch DRS. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Ja, und wir werden auch wieder Benzin sparen, wenn wir am Ricciardo vorbei sind.
So, und das sollte dann gleich soweit sein, auf der Startziel, denke ich. So, und jetzt volles Gedeck. Oh mein Gott, wie fahre ich denn hier? So, jetzt aber hier vielleicht. Ah, mit ein bisschen Glück werden wir hier jetzt sogar DRS haben und der Ricciardo nicht. Jo. Sehr schön, dann können wir jetzt auch wieder Benzin sparen. So, und dann sollten wir jetzt auch ein bisschen auf unsere Reifen aufpassen, denn jetzt nochmal 6 Runden Vollgas, dann sind die Dinger schneller runter, als es uns lieb ist. Uiuiuiui. Es hätte auch anders ausgehen können. So, und der Ricciardo scheint da hinten alle so ein bisschen aufzuhalten. Also wir kommen da wirklich weg. 2 Sekunden. Und das, obwohl wir hier halt das geringe Gemisch, das dünne Gemisch fahren. So, hauen wir mal alles hier auf den Kopf, dann muss ich mir dann beim Rest der Runde keine Gedanken mehr machen. So, was sagt der Abstand? Eben waren es 2,1. 2,9. Das kommt auch nicht so oft vor, dass wir hier denn es schaffen, der Konkurrenz so ein bisschen wegzufahren. Sonst müssen wir immer uns ganz breit machen, damit die nicht an uns vorbeikommen. Aber ich schätze mal, das liegt auch primär an den Ricciardo, dass die da nicht vorbeikommen. 3,4. Das sollten wir noch schön nutzen, ne? Solange wir hier das noch haben, mit dem Wegfahren. Deswegen gehe ich jetzt mal aufs Standardgemisch. Bist du im Moment vorne dabei. Gut so. Hören wir auch eher selten. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt eine beste Rundenzeit hatten. Nee, ich schätze mal nicht. Ich glaube, der Vettel ist immer noch ein bisschen schneller als wir. Hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. So, was sagt der Abstand? 4,6, ja, das ist doch schön. So, Massa ist jetzt allerdings am Ricciardo vorbei, also größer wird der Abstand erstmal nicht werden. So, jetzt haben wir auch unseren Rhythmus und treffen die Kurven allesamt sehr, sehr gut. Eins einunddreißig null drei.
So, ein bisschen Angst habe ich noch. Also ich würde sagen, ein bisschen sparen tun wir noch. Oh, Vorsprung schmilzt ein bisschen. Nicht, dass es da am Ende doch nochmal ein bisschen spannender wird. Also der Massa will es wirklich wissen, ne? 2,7 Sekunden nur noch. Ein ganzes Stück besser als deine. Er nimmt dir ungefähr eine Sekunde pro Runde ab. Aber das geht ja noch. So, und ich glaube, jetzt ist der Massa dran. Jetzt haben wir nämlich einen kleinen Fehler gemacht bei der Kurve. ...1,6 Sekunden. Also das sollten wir jetzt schon, wenn möglich, halten. Zwei Sekunden. Ah, leicht wieder ausgebaut. Schön. Zwei Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an. So, da war der Fehler. Und wo ist der Überholvorgang? Ah, es ist noch knapp über eine Sekunde. Aber wohl nicht mehr lang. Und zwei Runden müssen wir noch. Und jetzt hat er, glaube ich, DRS. Also, da müssen wir uns doch nochmal 1,5 Runden ein bisschen breit machen. Aber Massa ist auch der Einzige, der da uns noch folgen konnte. Und danach ist schon wieder eine ganz schöne Lücke. Achte auf den Fahrer hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen. Ja, die eine Runde noch. Dann haben wir es geschafft und den zweiten Platz gehalten. Ich denke mal, nach Platz 11 im Qualifying ist das ein richtig gutes Rennen gewesen. So, mal gucken, was er zu der Packung Kers sagt.
Und da dachte ich, ich könnte mal ein Rennen ganz entspannt bis zum Ende durchfahren und dann kommt doch noch ein bisschen Action. Ja, Vettel hat das Rennen gewonnen. Ganz wichtige Punkte für ihn hier. Für die Weltmeisterschaft. So, und ab durch die, über die Ziellinie und das ist der zweite Platz. Also, das war noch ein ganz vernünftiges Rennen. Gerne nächste Woche dann nochmal. Ich weiß gar nicht, was kommt. Ich glaube USA, wenn ich mich nicht täusche. Nee. Vereinigte Arabische Emirate kommt als nächstes. So war das. Hervorragende Leistung, ganz hervorragend. Ja, 18 wichtige Punkte. Was ist denn mit dem Alonso? Oh, Alonso ist gar nicht ins Ziel. Rosberg ist raus. Der hatte ja den Dreher. Und Alonso ist 13. auch ohne Punkte. Dann gucken wir mal auf den Gesamtstand. Also damit. Du jetzt auf Platz 3 in der Fahrerwertung. Ja, Massa, den konnten wir überholen. Mit den Punkten, die wir geholt haben. Auch Rosberg konnten wir überholen. Der ist nämlich leer ausgegangen. Ganz bitter für ihn. Und auch Alonso, ganz bitter, hat den Anschluss an den Vettel verloren. Der hat zwar noch einen guten Vorsprung vor uns, aber die Weltmeisterschaft scheint entschieden zu sein. Wir gucken nochmal. Ja, Red Bull. Also wir gewinnen hier wohl dann auch den Konstrukteurs-WM-Titel. Da sind wir jetzt auch vorbeigezogen. Sieht soweit alles sehr, sehr gut aus. Wir gehen nochmal ins Menü und schauen uns dann nochmal das Wetter an für das nächste Rennen. Ja, so viel nochmal zu der kleinen Jubelfeier. Ja, und ein oder zwei Siege würde ich in den letzten drei Rennen, welche uns jetzt noch bevorstehen, auch noch ganz gerne feiern. So, wir haben auf jeden Fall neue Vertragsangebote für Vertragsverlängerung. Ja, hört sich ganz interessant an, ne? Aber mich würde auch interessieren, wenn wir gar kein Vertragsangebot annehmen. Denn das wird ja jetzt hier auch die letzte Saison sein. So lange dauert es ja auch nicht mehr, bis dann F1 dann rauskommt. Ich schätze mal August, September. Bis dahin schaffen wir keine ganze Saison mehr. Von daher machen wir dann erstmal Feierabend. Ja, hier seht ihr schon mal das Hafenrennen in Yas Marina. Und 7. Podiumsplatz. Und ja, dreimal Sonne, wunderbar. Normalerweise regnet es immer bei den F1 2012 hat es dann immer geregnet, wenn wir in der Wüste waren. So sieht es ganz gut aus. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Nächstes Rennen ist dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann noch einmal Texas in den USA und Brasilien. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Woche ab Freitag 12 Uhr geht's dann weiter mit dem Training. Also macht's gut, Leute. Bis dann.